Moin Leute, und ja, es ist schon wieder ein Zombie-Video. Es tut mir leid, falls es euch nerven sollte. Ich kenne die Resonanz des 40-minütigen Zombie-Videos noch nicht. Ich hatte ja gesagt, momentan wirklich Zombie-Modus, Highlight und so weiter. Und da ich ja die letzten Male im Zombie-Modus so extrem gefailt habe, möchte ich es mir einfach gerne und euch nochmal beweisen, dass ich doch schon was drauf habe. Deswegen sind wir hier gerade wieder auf der Eisendrache, wo es ja dieses schöne Fell-Video gibt. Und, ja, müsst jetzt eigentlich nur noch aufpassen, dass ich jetzt nicht direkt am Anfang sterbe, weil dann ist das Video nämlich sofort in der Tonne. Heißt also, wenn ihr das Video seht, dann habe ich es jetzt gleich nicht versaut. Ist ja super, oder? So, jetzt mal ruhig bleiben. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder... Ja gut, das sind mir ein paar viele. Aber ich habe ja meinen Bogen! Ich bin der Robin Hood. Oh, warte mal, ich habe da gerade... ich bin das erste Mal soweit, deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht der Überpro bin. Auf der Karte. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Bogen habe. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Ist da noch einer? Ich habe diesmal auch eine andere Tür aufgekauft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklären kann oder nicht. Und ich habe natürlich auch noch ein bisschen an den Toneinstellungen nachgeguckt. Das war ja beim ersten Versuch nicht ganz so optimal. Versuche es natürlich aber diesmal besser hinzubekommen. Ich habe hier vorhin ein Radio gehört. Oder ein Teddy. Ja, ist ja das Radio. Ja, ich habe hier den Pack-a-Punch-Automaten freigeschaltet. Ich habe den Bogen bekommen. Und ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen. Und mal gucken. Oh, jetzt habe ich einen Turmbug verursacht oder was. Ah, so geht auch. Ja, und ich würde mal sagen, wir springen mal hier weg. Wow! So. Wie gut, dass ich keine Höhenangst habe. Anfangsraum. Ich bin nämlich diesen Run hier hinten lang gegangen. Direkt hier die Scheiße gekauft und dann habe ich hier aufgekauft. Hier hängt dann auch meine Lieblingswaffe wieder für den Anfang. Und ja, dann kann man hier halt schön rumgehen und kommt dann erstmal woanders raus. Im Endeffekt hat es aber gut geklappt. Ich musste für Jugger nachher ein bisschen rennen. Ich weiß noch nicht, ob es noch präziser geht, ob es noch schneller geht, um weniger Punkte zu verbraten. Bisher gefiel mir das aber sehr, sehr gut. Nicht geschafft, na egal. Hier weniger rumspielen. Jetzt glaube ich, geht es hier eigentlich daran, die Bögen fertig zu machen, weil das ist ja nur der Anfangsbogen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, eins ging so. Genau, perfekt. Ich glaube, nee, war einer bei der Glocke? Nee, war keiner bei der Glocke. Oh Gott, wo waren die alle nochmal? Ich glaube. Einer war... War das... Der war hinten. Das war hinten. Ja, ja. Hör auf mich zu hauen, bitte. Ich finde das nicht so gut. Hier ist eine Sprungplattform. Ein Symbol war noch... bei Kalaschnikow. Hier. So. Cool haben wir ja. Das sollte nicht das Problem sein. Redest du mit mir? Bitte was? Pfeil Nummer 2. Ja, Pfeil Nummer 3. Ja, da wird schon schwierig. Wo war der nochmal? Also einer ist in den ganzen Bildern. Die Bilder müssen in der richtigen Reihenfolge betätigt werden, um den dritten Pfeil zu bekommen. Die Reihenfolge kenne ich aber leider noch nicht ganz auswendig. Es gibt nämlich... bestimmtes System dahinter, welches Bild ja zuerst gedrückt werden muss. Ach so, ich kann nur einen Pfeil tragen. Okay, dann nehme ich nicht mal den Pfeil mit. Ich schätze mal, den muss ich dann unten in den Raum bringen. Ich weiß es wie gesagt nicht. Bitte hasst mich dafür nicht. Oh, Stamina-Up nehme ich mir auf jeden Fall nochmal mit. Schneller und besser laufen. Kann nicht verkehrt sein. Ach, wie komme ich denn jetzt schnell nach unten? In mein Räumchen. Hier, oder?
Ja. Eins. Achso, Raketentest, alles klar. Aber sicher hat doch irgendwas hiermit zu tun, oder? Oder hiermit? Nö. Nö. Ja gut, vielleicht sollte man vor so einer Aufnahme auch überlegen, ob man überhaupt Ahnung hat von dem, was man da macht. Das habe ich nämlich nicht. Das hat ihn beinahe in zwei gerissen. Alter, dass der Nahkampf so stark ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, habe ich nicht gerafft, aber Hauptsache mal zeigen. Ja? Hauptsache mal zeigen, dass man es auch so weit schaffen kann. Ja, Jugger, wie es sich gehört. Der Scheißkerl schon wieder. Alles klar, Meister. Ah, hör auf zu springen. Nein, nein, warum tut ihr das? Nein, warum tut ihr mir das an? Wer ist er überhaupt? Kennt ihn einer von euch? Einfach klar, Alter. Na, ist ja egal. Hauptsache, den Bogen mal erreicht. Das ist mir momentan schon viel wert. Na, jetzt fehlen natürlich meine ganzen Power-Ups, ne? Wow, wow. Jo, und da haben wir gegrillt. Na, egal. Dumme, was ist das denn für ein Viech, ey? Oh Gott. Der ist mir gar nicht geläufig, dass der hier auftaucht. Der ging mir nämlich schon bei Origins übelst auf den Sack. Da hat er mich schon immer fertig gemacht. Und hier gibt es ihn also auch. Ich muss mir mal angucken, wie man den besiegen kann, ob ich es richtig gemacht habe gerade, weil an sich habe ich ja es mit dem Spring total versaut. Ja, doof gelaufen, aber hey, kleines Wiefe zwischendurch, wo ich planlos rumgelaufen bin und einfach null Ahnung hatte. Warum denn nicht? Ich brauchte das halt, wie gesagt, für mein Ego, weil ich halt beim ersten Mal Eisendrache so extrem gefällt habe. Ach, genau, neues Level erreicht. Ja, ein Dividium, also im Endeffekt hat sich's. Ja, Level 32, ist das schon mal wunderbar. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Haut rein!